Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn sofort neben mir und mit mir, dem Herrn gleich. Jo Leute, wir haben wieder mal News für euch. So, also wir schauen jetzt mal. Das war das ja nicht. So, gucken wir mal hier. Das ist es nicht. Da haben wir das da. Und es passt. Also, hier. Epic Games macht eine neue Map für Ninja versus Icon. Das ist irgendwie ein Live-Event am 16. März. Und Ninja hat dazu auch, also hier geht's irgendwie, weißt du da mehr drüber? Nein? Ja, dann Ninja. Schauen wir uns das einfach mal an, was hier passiert. So, ich habe keine Ahnung. Ist der Sound überhaupt drin? Ja. So, wenn dann mal was kommt. Ja, also da geht es irgendwie um ein Icon. Was ist denn dieses Icon? Ja, mit Samsung und Fortnite zusammen eine Partnerschaft, um ein spezielles Samsung Galaxy S10 Plus Iconic Outfit und ein Szenario-Emote zu machen. Und mach einfach mehr, weil das bringt nichts. Der und irgendwie funktioniert dieser scheiß Clip gerade nicht, keine Ahnung. Also. Du gehst einfach in den Shop. Ne, dann gehen wir jetzt hier erstmal hier rüber. So. Ja, das haben wir, das ist eh schon, Leute, das kennt ihr eh alle. So, also hier haben wir, ist jetzt neu mit dieser Buried Treasure Map, die wird jetzt scheinbar in das Spiel reinkommen. Was das? Und ja, erklären irgendwie. Sie mal. Irgendwie sieht es so aus, als könnten die Spieler dann mit dieser Map irgendein Loot auf der Insel finden. Also es wird dann wahrscheinlich so eine Art Schatzsuche dann sein. Wann das Ding jetzt genau rauskommt, ist noch nicht so genau bekannt, aber es soll wahrscheinlich jetzt kommende Woche Dienstag oder Mittwoch soweit sein. So, dann haben wir noch eins. Wir haben jetzt hier neue Cosmetics, die tatsächlich bei dem ESL Katowice Royale. Katowice. Katowice, das ist irgendwo in Polen oder so gewesen. Katowice. Das ist nicht Katowice, das ist Katowice. Katowice Royal. Royal. Katowice gibt's auch andere Dinge, die da sind. Das ist irgendwo, glaube ich, in Osteuropa, keine Ahnung. Okay. So. Deswegen wird es nicht Katowice ausgesprochen, sondern Katowice. Ich hoffe, dass ich es richtig mache, sonst blamiere ich mich jetzt wieder. Egal. So, ESL are currently hosting, so, from Kado. So, also, hier haben wir Munition Major Outfit. Wie findest du den? Das sieht so aus wie der andere, oder? Munitionsexpertin. Das sieht schlimm aus. So, und dann haben wir hier diesen Hayseed Outfit. Schlimm. Brute Force Pickaxe. Sieht nice aus, ist ja jetzt schon drin. Im Shop. Sunflower Outfit und Sunrise. Sieht nicht so ganz schlimm aus. Sunbird Outfit, sieht das passt aus. Zu diesen, das gehört hier zu dieser komischen Sonnenpyramide da. Unihorn Pickaxe. Iconic, das ist dieses Iconic Outfit. Toll! Dafür kaufen sich wieder die Leute das Samsung Galaxy S10. Für 1200 Euro. Ja, also. Oder gehen wieder einfach in irgendeinen Elektromarkt und holen sich. Ne, dann gehen sie einfach an Handy dran und laden sich das Game runter. Jo. Ja. Okay. So, da sind wir mal im heutigen Shop angelangt. Wir gucken mal hier, was gibt's da? Hypernova. Hypernova. Was hältst du vom Hypernova? Boah, gar nicht nice. 5 von 10. 5 von 10? Ja, ich finde, der hat immerhin 6 von 10 verdient. Leute, gleich bewertet so mild. Das ist so warum? Krass. Nein, wieso? Ich finde den nicht so schlecht. Ich finde ihn überdurchschnittlich. Gut, dann auch. So, Brute Force. Die finde ich nice. Was gibt's denn da? 8 von 10. Wisst ihr, der gibt. Ich schätze zum Beispiel auch nur 6 von 10. Auch nur. Der Brute Force, nur. Ja. Ist ja nicht nur ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, so. Haben wir denn überhaupt schon irgendwas, irgendeine Benotung für den Hypernova? Nö, haben wir nicht. Ist das schon.
Hab ich vorhin schon gesehen. Ja, ist noch nichts da, ne? Ja, so. Da können wir. Okay, dann gehen wir mal direkt. Achso, Swing Tool. Wir können ja nochmal uns anhören, wie hört sich das Teil überhaupt an. Bisschen arg leise. Die Mode werden viel zu laut. Das ist nicht laut. Red Knight. Klassiker. 10 von 10 sehe ich ganz genauso, der Red Knight. So, und da haben wir derzeit 4,265. Ja. Dezember 2017, genau. Ja, das ist irgendwann plus der 7-2 gewesen. Crimson X. Findest du nice, ja? Was gibt's, ne? Gib ich dir auch. Ich geb dir auch. Ich bleib bei 7 von 10 für die Crimson X. So, und schauen wir mal hier. Das ist 3,79 von 5 bei 19 Votes. Dann sind wir auch schon mit dem Red Knight durch. Und jetzt gehen unsere Benotungen absolut auseinander. Das weiß ich. Weil der sofort mag die voll gerne. Ja, ich weiß, ich liebe ihn. So, jetzt erklär bitte, warum gefällt dir. Erklär es mal jetzt. Okay. So, warum gefällt dir also dieser Scheiß? Erstmal kann man mega echt damit nerven. Das sind schon mal 7 Pluspunkte. Toll, man kann mich mit vielen Sachen nerven. Dann, die Picke ist einfach ein Spielzeug. Das ist auch ziemlich nice und der Sound ist dann einfach total witzig. Deswegen gebe ich dann einfach 9 von 9. 9! Oh mein Gott. Leute, okay, dann richtig toll, wenn man die Gegner damit picken lässt, ist das trifft. Also von mir, ich hasse diese scheiß Picke. Ja. Und deswegen kriegt die Pick Squeak von mir auch nur 4 von 10. Ich hasse diese Picke 4 von 10. Ja, 4 von 10. Ich meine, die ist ja immerhin ganz, ganz kreativ und witzig, aber trotzdem 4 von 10, das ist schon schlecht für eine Picke bei mir. So, also. Die hat jetzt hier. Das ist generell bei dir schlecht. Man kann es auch so sagen. So, was haben wir? 4,33 von 5 bei 33 Votes. So, dann sind wir jetzt hier. Das ist geil. Das Ding liebe ich. Auch 10 von 10. Ja, eigentlich wollte ich ihn dir schenken. Aber das geht ja leider nicht mehr. Nee. So. Schon seit dem 24. Weg runter. 4,35 von 5 bei 40 Votes. So, dann haben wir den Capoeira. Spiel rein. Nicht drum kümmern, wir mal ins Video rein. Also, ich bin gerade ein bisschen geschockt. So, also. Oh, doch, jetzt geht's. Also, dann haben wir hier 3,15 von 5 bei 13 Votes. Ja. So, von dem Screenshot, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, der Screenshot am Anfang, da war ich total begeistert, das links da. Sah mega geil aus, dann auf einmal sehe ich das Ding hier und denke mir, what the fuck, what the shit is this? Ja, das könnte ich eins sagen, ich finde den schlecht. Ich finde den persönlich auch schlecht, mir gefällt er nicht so, also nicht schlecht, schlecht jetzt nicht, er ist schon, aber er ist auch nicht gut. Was gibst du denn? Ich gebe dem 6 von 10. Also ich bin mega enttäuscht, ich habe Wunder gedacht, wie geil das Ding wird und ist gerade mal ein bisschen besser als ein Standardgleiter für mich. Sekt, Alter, du laberst so einen B-U-L-L-S-A-I-D. Warum? Es gibt für mich Standardleiter, für mich Standardleiter, den gebe ich auch 4. Das ist schlimm!
Der Gleiche ist schlimm, Leute. Nein, warum bin ich schlimm? Andere Leute sagen auch nicht, oh, das ist ein Standardgleiter oder das ist ein No-Skin oder so, deswegen gebe ich 0 von 10. Nein, wenn er gut aussieht, kann ich ihm ja trotzdem was geben. 1 von 10. Team! Ja. 1 von 10. Ja. Boah, haben wir gleich wieder 10 Abonnenten weniger. Ohne Scheiß, ey. So, also, was haben wir hier? 3,93 von 5 bei 15 Votes. So, der Riot. Hässlich. Ich finde den cool. Den findet jeder hässlich. Ich finde den von 10. Cool. Den Punker finde ich cool. Ich fand Punker immer cool. Und auch allein da hinten das Lama mit dem Punker und ich finde den nie. Ich finde den cool. Der kriegt von mir. Wisst ihr, das ist jetzt auch wieder so eine Art Nose, aber der kriegt von mir 6 von 10. Right. Obwohl es auch mehr so ein bisschen. Ich finde den cool. Das ist doch kein No-Skin. Also für also mich ist es schon so ein bisschen. Es gibt kein No-Skinigeren No-Skin als das. So, also 3 von 5 bei 13. Kann nicht No-Skin. 13 Votes. Da ist gar nichts vom No-Skin dran. Nichts. Es ist dann null Ähnlichkeit mit No-Skin. So, und jetzt bin ich gespannt. Was. Jetzt geht's richtig böse zur Sache. Jetzt verlieren wir 100 Abonnenten auf einmal. Wie viel gibst du denn? Ich geb dem Assault Trooper 2 von 10. Du weißt, es ist ein teurer das Game, ne? Ja, ich weiß. Du musst ihm eigentlich 9 von 10 geben. Nein, ich geb dem keine 9 von 10. Ich geb dir 0 von 10. So. Ja, und jetzt kommt die Benotung und jetzt gehen wir uns vergraben. 4,18 von 5. Das ist schlimm. Bei 45. Aber nur weil es halt ein Tryharder-Skin ist. 176 Reminders. Also jetzt mal ohne Scheiß, jetzt mal Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Also jetzt wirklich, also seid mir nicht böse, ja. Aber es gibt hier diese klassischen Tryharder-Skins, dazu zählt wohl diese Assault Trooper. Ja, das Mädel hat ein relativ hübsches Gesicht. Okay, ja, da ja. Leute, jetzt wird sie. So, wieso denn? Er hat ein relativ hübsches Gesicht. Okay, aber das kann doch nicht sein, dass ihr dem Ding, dass man dem fast die volle Punktzahl gibt, nur weil es ein Tryharder-Skin ist. Das sieht doch scheiße aus. Also ich verstehe es einfach nicht. Mir ist es persönlich so. Gleich, es gibt den Fußballer-Skin, okay? Den Fußballer-Frauen-Skins da. Ja, die... Das sind die größten Trials-Skins, die sehen ultra kacke aus. Ja, die sehen aber immer noch besser aus als das. Ja, aber die Leute spielen die einfach, weil sie Tryharder sein wollen und deswegen diesen Tryharder-Skin dran haben. Das verstehe ich einfach nicht. Wieso will man so einen Skin spielen? Da wird man manchmal im Teamspiel so ausgelacht. Ist so. Check ich nicht. Aber egal. Also, wenn ich das noch irgendwie gefallen habe, ist es dann weiter. Aber Kommentar vor, bis dahin und tschüss. Und ciao.